Im Kaukasus dauern die Kämpfe um Bergkarabach an. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium veröffentlichte Bilder, die Angriffe auf armenische Stellungen zeigen sollen. Präsident Ilham Aliyev hatte zuvor mit Vergeltungsschlägen gedroht, denn laut der Führung in Baku ist Armenien für einen Raketenangriff auf die Stadt Ganja verantwortlich. Dabei seien mindestens 13 Menschen getötet und 50 verletzt worden. Man habe Leichen unter zerstörten Häusern gefunden. Armenien wies die Verantwortung zurück und beschuldigte Aserbaidschan, den Angriff selbst zu Propagandazwecken ausgeführt zu haben. Aliyev sprach von einem Kriegsverbrechen. Armenien müsse und werde dafür zur Verantwortung gezogen werden. Aserbaidschan werde auf dem Schlachtfeld antworten. Armenien hält Bergkarabach und umliegende Gebiete seit den 90ern besetzt. Die Kämpfe in der Region waren vor rund 3 Wochen wieder aufgeflammt. Eine von Russland vermittelte Waffenruhe sollte eigentlich den Weg zu Friedensverhandlungen ebnen. Aserbaidschan nannte jedoch den Rückzug Armeniens aus Bergkarabach dafür als Bedingung. Undenkbar für Armenien. Wir werden es dem Feind nicht erlauben, unser Land und unsere Grenzen niederzutrampeln. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, immer wieder anzugreifen. Armenien warf Aserbaidschan zuletzt vor, Stepanakert, das von Armenien als Hauptstadt Bergkarabachs beansprucht wird, beschossen zu haben. Dabei seien mindestens 3 Zivilisten verletzt worden. Aserbaidschan bestritt den Angriff. Seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe starben laut armenischem Verteidigungsministerium mehr als 600 Soldaten. Aserbaidschan machte bisher keine Angaben zu Verlusten bei seinen Streitkräften.